Nach dem Startsignal haben sie nur 45 Sekunden Zeit, in der richtigen Stärke und im exakten Winkel zwei Baumscheiben abzusägen. 18 Azubis messen sich heute in der Lehranstalt für Forstwirtschaft in Bad Segeberg und wollen zeigen, dass ihre Ausbildung mehr ist als nur ein Job. Wenn jemand Hilfe braucht, dann heißt das hier, komm mal kurz rüber, ich brauche noch einen Keil oder meine Säge steckt fest, sag ich mal. Und dann sind wir sind eigentlich immer als Rotte sozusagen unterwegs. Dann macht das Arbeiten richtig Spaß mit den richtigen Leuten. Wenn man dann am Ende des Tages fertig ist und sich mal umdreht und so guckt, ey, das habe ich heute alles geschafft, das ist ein tolles Gefühl, was man dann irgendwie hat, weil man wirklich sieht, was man für eine Arbeit verrichtet hat. Voneinander lernen und sehen, was die anderen Azubis besser machen, auch darum geht es beim Berufswettbewerb. Dabei muss ein Forstwirt bei einem richtigen Einsatz im Wald viel mehr können als Bäume im exakten Winkel fällen. Ein bisschen weiter nach rechts. Man muss sehr viel Artenkenntnisse mittlerweile haben. Man muss sich mit den Gegebenheiten der Natur auskennen. Das ist eben nicht nur noch Bäume fällen, sondern eben auch Bäume anpflanzen, Bäume pflegen, Schadgeschichten. Gerade jetzt bei der Klimaerwärmung haben wir das Problem, dass der Borkenkäfer immer mehr macht. Und auch das müssen sie erkennen. Sie müssen Käferarten kennen, sie müssen Bodenpflanzen kennen. Also auch der Naturschutz spielt eine große Rolle mittlerweile. Also es ist ein sehr umfangreiches Feld und sie müssen auch handwerklich zum Beispiel begabt sein. Viel Lernstoff in 3 Jahren Ausbildung, doch Pauken zahlt sich am Ende aus. Der Bedarf an Forstwirten ist größer, als tatsächlich an Nachwuchs herangezogen werden kann quasi. Es gibt keinen arbeitslosen Forstwirt auf dem freien Markt. Im Gegenteil, sie werden händeringend gesucht und die Aussichten, die Berufsaussichten, wenn man als Forstwirt tätig werden möchte, sind eigentlich besser denn je. Dafür lernen die Auszubildenden schon jetzt, was ein dauerhafter Outdoor-Arbeitsplatz wirklich bedeutet. Wir haben die Situation ja oft im Wald, dass wirklich viele Leute kommen und sagen immer, ach ja, wo sie arbeiten, da machen andere Leute Urlaub. Das ist immer so ein Spruch, den hören wir oft im Wald. Aber ich habe immer gerne gesagt zu denen, sie können ja mal bei uns mitarbeiten. Wir haben das ganze Spektrum. Wir haben im Sommer Hitze, Sonne, wir haben Mücken, Zecken, alles. Und im Winter ist die Kälte. Also wir sind bei Wind und Wetter draußen. Den Prüfern haben alle Teilnehmer heute gezeigt, wie begeistert sie von ihrer Ausbildung sind und dass sie alles geben für ihren Traumjob, Forstwirt in Schleswig-Holstein.